Herr Bürgermeister, Ade Werner Große. Als langjähriger Bürgermeister von Wehrhahn haben Sie schon viele Orden und Ehrungen erhalten. Was bedeutet diese Auszeichnung heute für Sie? Also an Orden ist es mein erster Orden. Ehrung habe ich schon bekommen, aber ich denke mal, das ist nicht nur für mich eine Ehre, sondern ich denke, damit wird auch die Entwicklung der gesamten Stadt Werder-Havel mit gewürdigt. Und ich darf mir an der Stelle auch bei allen Mitstreitern recht herzlich für die Unterstützung der letzten fast 25 Jahre bedanken. Ohne sie wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen. Normalerweise delegiert der Ministerpräsident solche Auszeichnungen auch auf seinen Innenminister. Heute nimmt er sich die Zeit, Ihnen persönlich diese Auszeichnung zu überreichen. Ist das nochmal eine besondere Ehre für Sie? Na, selbstverständlich ist das eine hohe Ehre, wenn der Ministerpräsident mir diese Auszeichnung persönlich überreicht. Ja. Wir zeichnen heute den langjährigen Bürgermeister eines ganz besonderen Brandenburger Städtchens aus. Schon Fontane sprach von Werder als einer Welt für sich. Dass er das nicht immer ganz nett gemeint hat, darauf komme ich später nochmal zurück. Auf einer Insel, nur einen Steinwurf von Potsdam entfernt, führten die Werderschen ein eher abgeschottetes Leben. Der 30-jährige Krieg hat es nicht über die Havel geschafft, wohl ebenso wenig die Pest, wie Fontane zumindest vermutet hat. Und auch Schweden und Preußen machten lange Zeit einen Bogen um Werder. Im Jahre 1736 aber hat sich das geändert. Soldaten Friedrich Wilhelms I. sollen damals eine Brücke errichtet haben. Preußen hielt also in diesem Jahr Einzug in Werder. Und davon zeugt heute längst nicht nur die Vorliebe des Altbürgermeisters für Königsberger Klopse. Seine Besonderheit aber hat sich Werder auf alle Fälle bewahrt. Sehr geehrter Herr Große, ich habe es Ihnen bewusst erspart, noch mehr von Fontane zu zitieren, denn der märkische Dichter hielt die Werderschen für, etwas vornehm ausgedrückt, ein eher eigenbrüderische Zeitgenossen. Stattdessen setze ich das entgegen, was Werder heute ist. Ein offenes, freundliches und wunderschönes Städtchen. Eine Stadt, die sich gerade in den letzten 25 Jahren prächtig entwickelt hat, und eine Stadt, lieber Werner Große, die Ihnen vieles, vieles zu verdanken hat. Werder trägt seit einigen Jahren das Prädikat staatlich anerkannter Erholungsort. Werder ist als Blütenstadt, als Stadt des Obst- und Weinbaus bekannt. Und Werder lockt jedes Jahr zur Baumblüte Zehntausende Gäste zu einem der größten Volksfeste Deutschlands. Und Werder wird gerade in der wärmeren Jahreszeit zu einem immer beliebteren Ziel für Touristen. Wer die Hafenstadt noch aus den frühen 90er Jahren kennt, hätte all das kaum für möglich gehalten. Und auch in dieser Hinsicht ist Werder typisch, aber auch besonders zugleich. Typisch, weil Werder ein Beispiel ist für die erfolgreiche Entwicklung des Landes Brandenburg in den letzten 25 Jahren. Und besonders, weil Werder es geschafft hat, sich eine ganz eigene Note zu bewahren. Und zu beiden haben Sie, lieber Werner Große, als Bürgermeister maßgeblich beigetragen. Sie waren und Sie bleiben für Werder und die Bewohnerinnen und Bewohner dieses schönen Städtchens eine Institution. Als gebürtiger Glindor kannten Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Heimat ganz genau. Und das hat Ihnen genutzt, als Sie im Jahre 1990 in das Amt des Bürgermeisters gewählt worden sind. Ihre Heimatliebe war aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite war große Tatkraft.
Geht nicht, gibt's nicht. Das war immer ihre Devise. Und auf diese Weise haben sie für Werder viel erreicht. Die Werderaner haben es ihnen gedankt. Seit 1990 sind sie in allen Wahlen immer wieder bestätigt worden. Nicht immer zur Freude der SPD, möchte ich dazu sagen. Sie waren auch dafür verantwortlich, dass die Stadt Siegburg der Stadt Werder bereits 1989 partnerschaftlich zur Seite stand. Eine Stadt, die ja in ähnlicher Weise wie Werder zur Landeshauptstadt in einer besonderen Beziehung zur alten Bundeshauptstadt Bonn steht. Werder profitierte finanziell und infrastrukturell von der Unterstützung aus Siegburg. Und das kam dem Aufblühen der Stadt schon sehr früh zugute. Sie, lieber Werner Große, haben sich in dieser, aber auch in anderer Hinsicht um den Ausgleich zwischen Ost und West verdient gemacht. Unter Ihrer Führung sind aber auch zahlreiche ausländische Städtepartnerschaften entstanden. Kurzum, die Anbindung Werders nach außen war Ihnen immer ein ganz besonders wichtiges Anliegen. Und auch das hätte Fontane wohl kaum für möglich gehalten. In Werder, sehr geehrter Herr Große, kann man zwar gut auf den Gedanken kommen, die Welt sei eine Insel. Das hat Sie aber nicht davon abgehalten, über den Ufer bzw. Tellerrand hinauszuschauen. Denn neben Ihrem Hauptamt als Bürgermeister haben Sie sich auch auf andere Weise um unser Gemeinwesen verdient gemacht. Ehrenamtlich und mit ebenso großem Einsatz wie für Ihre Stadt. Für Brandenburg und vor allem für die Brandenburger Kommunen. Von 2002 bis 2014 waren Sie Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg. 2002 wurden Sie zudem ins Präsidium des Bundesverbandes gewählt und in dessen Auftrag sind Sie bis heute stellvertretendes Mitglied im Weltverband der Kommunen. Auch anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, wie wichtig der Städte- und Gemeindebund Brandenburg für die Entwicklung unseres Landes war, aber auch sein wird in Zukunft. Die Entwicklung des Landes Brandenburg, lieber Werner Große, lag Ihnen aber auch immer ganz persönlich am Herzen. In der vergangenen Legislaturperiode waren Sie zum Beispiel nicht parlamentarisches Mitglied der Enquetekommission im Brandenburgischen Landtag, die sich mit Verwaltungsstrukturen beschäftigt hat. Dort haben Sie einen wichtigen Beitrag geleistet, als die Kommunal- und Landesverwaltung bürgernah, effektiv und zukunftsfest zu machen. Aber auch darüber hinaus sind Sie nach wie vor engagiert in Werders Vereinsleben und auch innerhalb der brandenburgischen CDU. Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass Sie heute sicher noch aktiver wären, wenn Sie nicht durch eine schwere Krankheit zurückgeworfen worden wären. Deshalb legten Sie 2014 Ihr Amt als Bürgermeister zum Bedauern vieler Bürgerinnen und Bürger Ihrer Stadt nieder. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Gesundheit, Kraft und Lebensfreude für die kommenden Jahre. Und ich möchte Ihnen nun das Bundesverdienstkreuz am Bande überreichen. Sie erhalten es als Auszeichnung für Ihre fast 25-jährigen Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung und das Gemeinwesen in Brandenburg. Ich freue mich sehr, dass der Bundespräsident meinem Vorschlag zu Ihrer Auszeichnung gefolgt ist. Verleihungsurkunde. In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Werner Große, Werder, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, den 15. April 2015, der Bundespräsident Joachim Gauck. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe keine Brille auf, ich sehe nicht. Machst du das? Ja.
Zum Durchblick. Ohne Piercing. Ohne Piercing. Ja, danke, Herr. Nochmal so das Holz vorsehen. Genau. Ja, ich noch ein bisschen umdrehen, dann wir das Holz vorsehen. Natürlich nochmal. Genau. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, herzlichen Dank, dass Sie mir heute diese hohe Auszeichnung überreicht haben. Es ist mir eine sehr große Freude und auch eine besondere Ehre. Und Sie haben ja Fontane zitiert. Ich denke mal, wir haben die richtigen Lehren aus Fontanes Wanderung durch die Mark gezogen. Mittlerweile sind wir schon ein bisschen weltoffener geworden in Werder. Und ich verstehe diese Auszeichnung nicht so sehr als für mich persönlich, sondern als Auszeichnung auch für die Stadt Werder Havel, für alle Mitstreiter, die ich in den vergangenen fast 25 Jahren hatte. Und da möchte ich mich recht herzlich bei allen bedanken. Natürlich als erstes meine Frau, die musste das ja immer ertragen, wenn ich mal zu Hause war und mich dann so richtig über irgendwas geärgert hatte, hat sie mich doch immer wieder hochgezogen. Auch an meine Mitstreiter einer Partei, Saskia Ludwig, an meine Familie, Christian, mein Sohn, und auch an Karl-Ludwig Böttcher. Die Zeit im Städte- und Gemeindebund war schön. Wir haben manche Schlacht geschlagen. Wir waren uns manchmal auch nicht so richtig einig mit der Landesregierung, Konjunkturpaket und so. Aber im Endeffekt haben wir uns immer wieder zusammengerauft nach dem Motto, starke Gemeinden sind notwendig für ein starkes Land Brandenburg. Und ich denke, das, was wir gemeinsam erreicht haben in diesen 25 Jahren, kann sich wirklich sehen lassen. Ich denke, wer ehrlich ist, hätte sich nie vorstellen können, 1989, 90, wo wir heute stehen. Das kann keiner alleine. Das ist eine Aufgabe, wo alle mit anpacken müssen. Und das wurde getan. Und ich möchte allen viel Glück für die Zukunft wünschen. Meiner Bürgermeisterin, liebe Manuela, auch viel Glück, Fortune, für die Arbeit in unserer Stadt. Wolfgang Blasig, mein Landrat, den sehe ich ja jetzt öfter im Kreistag. Und man hat immer als Kommunaler von der Gemeindeebene immer ein bisschen anderen Blick auf die Dinge, die da im Kreis so passieren. Aber auch da müssen wir uns irgendwie zusammenraufen. Nur gemeinsam schaffen wir das, was wir uns vorgenommen haben. Und ich denke, es gibt noch ein bisschen zu tun. Zum Ausruhen reicht es noch nicht. Herzlichen Dank. Vor dem Hintergrund der großen Verdienste, die Werner Große um die Stadt Werder hat, um die Entwicklung der Stadt Werder in den letzten 25 Jahren, aber auch die Verdienste, die er für das Land Brandenburg in Summe hat, durch sein Engagement in kommunalpolitischen Fragen hier, besonders natürlich im Städte- und Gemeindebund, dem er als Präsident viele Jahre vorgestanden hat. Es war ja für alle nicht einfach. Also wir haben 89, 90 angefangen in teilweise sehr, sehr schwierigen Situationen. Die wirtschaftliche Situation war schwierig, die Arbeitslosigkeit war hoch und alle haben sich gefragt, wie kann es weitergehen, und das brauchte Menschen wie Werner Große, die angepackt haben, die nicht lange gefragt haben, sondern sich Verbündete gesucht haben und eine Kommune vorangebracht haben. Und wenn man heute sich Werner anguckt und man sich Bilder anguckt von 88, 89,
dann ist es unglaublich, was da passiert ist. Es ist nicht nur so, dass die Fassaden schön sind. Es ist eine lebendige Stadt geworden, eine Stadt mit einer starken Wirtschaft, mit einem starken Tourismus und Teil des wunderschönen Landes Brandenburg. Und da hat er einen riesengroßen Anteil dran. Aber auch insgesamt, dass wir im Verhältnis Landesregierung, Kommunen mittlerweile doch ein sehr gutes Verhältnis haben, dass da die Entwicklung im Land in Summe erfolgreich war und er immer die Interessen der Kommunen gegenüber dem Land vertreten hat, selbst mal gegenüber der Bundesregierung. Das hat er mit Werf gemacht, das hat er mit Überzeugung gemacht und er hat viele, viele Ziele erreicht für die brandenburgischen Kommunen und deswegen ist es, glaube ich, vollkommen gerechtfertigt, dass er diese Aushängung hat. Mensch, jetzt habe ich das Ja, aber dann ist auch so gut. Ja. Ich wünsche ihm vor allen Dingen, und das ist für alle das Wichtigste, dass sich seine Gesundheit stabilisiert. Er hat ja im Jahr 2014 eine schwere Krankheit zu durchleben und das war ja auch der Grund, warum er damals den Abschied genommen hat aus dem Amt des Bürgermeisters, was ihm sehr schwer gefallen ist, was vielen Bürgerinnen und Bürgern in Werder auch sehr schwer gefallen ist, weil er war ja eine Institution und ist eine Institution in dieser Stadt. Und deswegen wünsche ich ihm vor allen Dingen, dass seine Gesundheit sich weiter stabilisiert und dass er noch viele, viele Jahre fröhlich mit seiner Frau mit den Nachbarinnen und Nachbarn in Werder leben kann. Und ich wünsche mir persönlich, dass ich ihn möglichst oft treffe. Denn neben allen Verdiensten ist er auch noch ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und ein sehr sympathischer Mann dazu. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön.